Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video gibt es endlich das lang ersehnte 20.000 Abonnenten Special. Das heißt, ich mache eine richtig coole Verlosung mit Produkten im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Es wird 10 Gewinner geben und im Anschluss daran, wenn ich euch erzählt habe, was es alles zu gewinnen gibt, werde ich auch ein kleines Q&A machen. Ihr habt mir immer wieder Fragen gestellt, auch jetzt auf Instagram letztens noch, die ich euch gerne beantworten möchte. Wenn sie allerdings doppelt sind zu dem Q&A, was ich bei 10.000 Abonnenten gemacht habe, werde ich euch das hier verlinken. Könnt ihr euch das Video auch gerne parallel nochmal anschauen. Da habe ich eigentlich auch so die Basics beantwortet. Aber jetzt wollten ganz viele wissen, wie hast du deinen Mann kennengelernt, wie sieht das mit YouTube aus und so weiter und so fort. Also ich würde das alles beantworten. Und jetzt starten wir aber erstmal mit der Verlosung. Ich freue mich drauf und wünsche euch ganz viel Glück. Los geht's. Also ihr Lieben, ich werde das diesmal ein bisschen anders machen als beim letzten Mal. Beim letzten Mal konntet ihr mir ja sagen, was ihr haben wollt. Ich habe mir jetzt gedacht, eigentlich ist es ja nicht schlecht, wenn ihr auch eine kleine Überraschung bekommt. Das heißt, ich habe selber zwei Pakete zusammengeschnürt. Das erste Paket, das blende ich euch mal ein, da ist unter anderem natürlich der Herzpinsel dabei, den ich selber gekauft habe, extra für euch. Und ansonsten sind das auch Produkte, die in Beautyboxen waren, die ich extra zur Seite gelegt habe, für den Fall, dass ich mal so eine coole Verlosung mache. Und diese Box ist quasi für mich so ein bisschen erster Preis. Die hat einen Wert von rund 200 Euro, kann man sagen. Und dann habe ich noch eine zweite zusammengestellt. Da liegt der Wert ungefähr bei 100 Euro. Die könnt ihr auf jeden Fall gewinnen. Das sind auf jeden Fall schon mal zwei Boxen, die ihr gewinnen könnt. Dann habe ich mich mit diversen Boxenanbietern kurzgeschlossen. Ein paar wollten mir nämlich auch Boxen zur Verfügung stellen für euch. Und da ihr ja hauptsächlich meine Unboxings schaut und ich auch damit so auf YouTube richtig gestartet habe, habe ich mich mit ein paar Boxenanbietern kurzgeschlossen. Eigentlich so mit allen, wo ich auch Unboxings mache. Und die stellen mir alle mindestens mal eine Box zur Verfügung. Und ich gehe mal kurz darauf ein, was das alles ist. So, fangen wir mal an mit der Foxy Box, denn da habe ich ja letztens meine erste eigene zusammengestellte Box rausgebracht. Die konntet ihr in einem 3-Monats-Abo quasi mit dazu erwerben. Das Video werde ich euch natürlich auch verlinken. Und ihr könnt hier bei dieser Verlosung auf jeden Fall einmal meine Franka-Box gewinnen. Das finde ich mega cool. Die hat einen Wert von 150 Euro. Das sind Produkte, die habe ich selber da reingepackt. Und die gefallen mir super gut. Euch gefallen sie, das habe ich schon gehört in den Kommentaren. Und deswegen freue ich mich, dass ich die noch einmal verlosen darf. Vielen Dank an Foxy Box. Und dann kann die auf jeden Fall einer von euch hier auch gewinnen. Für den Fall, dass ihr sie euch jetzt nicht kaufen konntet oder ihr schon ein Abo habt, finde ich das eine gute Sache. Dann hat natürlich Glossy Box auch mitgemacht und Glossy Box war ja somit meine erste Box, mit der ich begonnen habe. Deswegen sponsern die zweimal ein 3-Monats-Abo. Das finde ich auch richtig toll. Alleine das hat einen Wert von jeweils ungefähr 50 Euro, 45 Euro. Und das Tolle ist jetzt ja, in der Glossy Box selber sind ja auch immer Produkte drin im Wert von, sagen wir mal, 50 Euro. Das heißt, da habt ihr schon auch einen Gegenwert von 150 Euro für so ein 3-Monats-Abo. Ist also auch eine ziemlich coole Sache. Und was auch ganz toll ist, die hatten mir noch ein weiteres Osterei, dieses Ei, was ihr hier hinten seht, zugeschickt. Das heißt, das kann ich nochmal einmal an euch verlosen. Das heißt, dann haben wir von Glossy Box alleine schon 3 Gewinner. Dann geht's weiter mit der Luxury Box. Denn ich öffne ja Pink Box, Barbara und so weiter und so fort. Und die fragen mich immer, welche mir am besten gefällt. Ich wähle für euch natürlich immer das Coolste so mit aus. Und mir gefällt halt auch sehr gut die Luxury Box. Die kommt nur 4-mal im Jahr. Und da könnt ihr ein ganzes Jahresabo gewinnen. Ich sage vielen Dank an das Luxury Box Team. Freut mich sehr. Es ist eine meiner liebsten Boxen von dieser ganzen Sparte. Und deswegen freue ich mich, dass ihr die auf jeden Fall gewinnen könnt. So, dann geht's weiter. Auch die My Little Box hat es sich nicht nehmen lassen, eine Box zu sponsern. Und genauso wie die Goodie Box und auch Look Fantastic. Das heißt, alle weiteren Boxen, die es zu gewinnen gibt, ich schreibe euch das natürlich sowieso alles in die Infobox. Insgesamt kann ich dadurch 10 Gewinner ziehen. 2 Boxen, die ich selber sponsere und 8 Boxen durch ganzen Anbieter. Vielen Dank dafür. Das Video ist natürlich nicht gesponsert, sondern ich bekomme lediglich den Gewinn für euch. Und wir müssen mal gucken, wie wir es machen. Ich glaube, ich schicke denen dann die Adresse von euch und die versenden das direkt an euch. Das finde ich natürlich sehr gut. Dann ist auch nicht doppelter Versand. Das ist ja auch ein bisschen ökologisch nicht ganz so vorteilhaft. Erstmal nochmal ganz herzlichen Dank an alle Anbieter, die mir da was zur Verfügung gestellt haben. Danke an Look Fantastic, danke an Goodie Box, danke an Glossy Box,
Danke an My Little Box, Foxy Box und auch Luxury Box. Super genial, dass ich diese coole Verlosung anbieten kann. Freue ich mich wirklich sehr. So, ihr Lieben, und natürlich ein riesen Dankeschön an euch, dass ihr regelmäßig meine Videos schaut, weil ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell so viele Leute sind. Und deswegen möchte ich euch natürlich einfach gerne was zurückgeben und deswegen mache ich diese Verlosung, weil die meisten gucken natürlich meine Unboxing-Videos und ich mache da zwar auch immer Verlosungen, aber natürlich jetzt kann nicht immer jeder gewinnen und es machen halt sehr, sehr viele Leute mit, deswegen finde ich es cool, dass ich jetzt einfach mal in dem Rahmen 10 Gewinner ziehen kann. Und dann ein paar mehr Leute einfach auch eine Chance haben. Ne? Aber ansonsten, es lohnt sich auch immer einfach mal mitzumachen. Viele haben auch schon doppelt gewonnen, das ist einfach so. Ich lose das Ganze mit so einer Comment-Picker-App aus. Und übrigens wird diese Verlosung jetzt so funktionieren, dass jeder teilnehmen kann, der Abonnent von meinem Kanal ist und einfach einen lieben Kommentar hinterlässt. Ich lose das dann einfach willkürlich aus und ihr könnt eins von diesen Preisen gewinnen und ich hoffe, es gefällt euch. Bei den Beautyboxen wisst ihr ja theoretisch auch noch nicht, was da drin ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ist es eigentlich Quatsch zu sagen, was wollt ihr, weil letztendlich, ich werde das einfach das Los entscheiden lassen, wer etwas bekommt. Das heißt, ich picke 10 Gewinner raus und ich gehe einfach der Reihenfolge nach, wie ich euch das jetzt gerade erzählt habe, gehe ich einfach vor. Und derjenige bekommt das dann. Und ich hoffe, das ist für euch okay. So habt ihr auch noch eine kleine Überraschung, was ihr gewinnen könnt. Also ich denke, darüber werdet ihr euch bestimmt freuen, wenn ihr einfach auch eine kleine Überraschung habt. So, das ist mein Dankeschön an euch. Und natürlich möchte ich euch auch gerne eure ganzen Fragen beantworten, die ihr habt. Auf Instagram wurden mir ganz schön viele Fragen gestellt. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Das heißt, wenn ihr mir da noch nicht folgt, macht das sehr gerne. Da können wir auch mal chatten und mal so ein bisschen Fragen beantworten. Ihr könnt mir direkt Nachrichten schicken und meistens antworte ich euch eh per Sprachnachricht. Insofern, ich quatsche halt einfach auch gerne. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt. Und ich suche mir mal die erste Frage raus. Ich habe sie mir nämlich aufgeschrieben. Also so die meisten Fragen, wo ich jetzt sage, okay, die könnte ich jetzt beantworten, habe ich mir einfach mal rausgeschrieben und ich will einfach spontan wie möglich darauf antworten, deswegen habe ich das auch kurz vorher erst gemacht und mir gar nicht viel dazu überlegt. Die häufigste Frage, die ich bekomme, auch immer unter meine Videos, das ist wirklich eigentlich die Frage, welche Beautybox ist deine liebste, welche würdest du mir empfehlen, welche gefällt dir am besten und so weiter. Also ich muss euch ehrlich sagen, ich kann euch darauf keine konkrete Antwort geben. Einfach, weil ich nicht weiß, auf was ihr steht. Steht ihr mehr auf Pflege? Steht ihr mehr auf dekorative Kosmetik? Und ich persönlich kann es auch nicht beantworten, da es jeden Monat anders ist. In manchen Monaten gefällt mir die Foxybox am besten. Vor allen Dingen in denen, wo ich mir den Inhalt selber zusammensuche, logischerweise. In anderen Monaten ist die Glossybox gut, die Look Fantastic. Die My Little Box hat so süße Details, also mit solchen schönen Accessoires zum Hinstellen. Jede Box hat so einen Vorteil für sich. Ne? In der Pink Box und diesen Sachen, da sind zum Beispiel viele Duschgels drin. Tolle Sachen, die ich auch so noch nicht hatte, was ich einfach gut auch aufbrauchen kann. Also es kommt wirklich darauf an, für was wollt ihr das? Was ist so euer Fable? Wenn ihr jetzt auf sehr spezielle Kosmetik steht, zum Beispiel, die man hier in Deutschland nicht bekommt, ist die Look Fantastic Box ganz cool. Und das ist so der Punkt, es ist wirklich eine individuelle Geschichte und ich kann nicht pauschal sagen, diese Box ist die beste. Es ist wirklich schwierig, ja. Ich würde euch Folgendes empfehlen und so habe ich es auch, also so würde ich es machen, wenn ich jetzt keine Box hätte. Ich würde mir einfach regelmäßig die Unboxings anschauen und mir dann ad hoc eine Box kaufen, die mir einfach zusagt. Weil das ist ja das Schöne daran, ich mache diese Unboxings immer sofort, wenn ich die Box bekomme. Wenn ich die heute zum Beispiel bekomme, ist das Video morgen online. Dann drehe ich das direkt, ich lasse alles stehen und liegen und ich mache das sofort, ne? Soweit es halt geht, ne? Und ja, dadurch könnt ihr diese Boxen ja dann meistens auch noch kaufen. Es sei denn, es ist so blöd wie jetzt zum Beispiel letztens bei dem Osterei. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich das jetzt auch nochmal verlosen kann. Das war ja innerhalb von 2 Stunden ausverkauft. Und das war dann natürlich ein bisschen schade. Da konnte ich das Video nicht vorher hochladen. Ich hatte das an dem Tag bekommen. Da habe ich das sogar taggleich hochgeladen, weil ich wirklich wollte, dass ihr es noch bekommen könnt. Aber manchmal geht es halt nicht, ne? Insofern, das würde ich machen. Ich würde mir ad hoc die Box kaufen, die mir gefällt. Und ein Monatsabo oder ein Jahresabo, halt bei der, wo ihr sagt, okay, da waren die letzten 3, 4 Boxen so cool und dann wisst ihr ja grob, wie der Inhalt ist und dann kann man das eigentlich auch mal machen. Es gibt ja auch häufig die Möglichkeit, dass man Quartalsabo abschließt
oder ein Jahresabo oder ein Halbjahresabo oder auch einfach mal eine einzelne Box. Das ist ja gar kein Problem. Häufig habt ihr den 3- bis 4-, 5-fachen Wert, je nachdem, was es für eine Box ist. Und ich kann euch, wie gesagt, jetzt nicht sagen, nehmt die, die ist immer die beste. Das wäre jetzt wirklich schwierig, weil das auch für jeden individuell ist. Genau, das dazu. Dann kam nämlich in dem Zusammenhang auch häufig die Frage, mit welcher Box ich angefangen habe und wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Also ich habe die Frage schon mal beantwortet, warum ich mit YouTube angefangen habe. Ich verlinke euch einfach mal das Video hier oben. Das war mein 10.000 Abonnenten-Special. Da bin ich sehr detailliert auf Beruf und so weiter, auf diese ganzen Sachen eingegangen. Ne? Deswegen will ich mich da jetzt nicht total wiederholen. Ein paar Sachen werde ich nochmal anschneiden, aber nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ja, auf jeden Fall, ich hatte schon immer selber im Abo die Glossybox und zwar bestimmt schon seit, ich sag mal, bevor ich mit YouTube angefangen habe, und das mache ich ja jetzt schon über 2 Jahre, bestimmt 5 Jahre davor. Also ich weiß nicht, wie lange es die Box gibt, aber ich glaube, ich war eine der ersten Abonnenten. Ich hatte auch zeitgleich zwischendurch mal die Douglas Beauty Box, die gab es nämlich auch, die gab es dann aber, weiß ich nicht, nach einem Jahr schon nicht mehr. Also die Boxen hatte ich parallel und dann habe ich mir immer mal wieder Pinkbox 3-Monats-Abo gekauft, InStyleBox 3-Monats-Abo, immer so, zwischendurch noch on top. Und da habe ich keine Videos gemacht, einfach nur so für mich. Ich fand das schon immer ziemlich geil. Und dann habe ich irgendwann mal durch Zufall auf YouTube, ich bin ja eigentlich durch was anderes zu YouTube gekommen, nämlich eher so durch so Schminktutorials von Tati und so, ne? Aber dann habe ich irgendwann mal gesehen, dass die Kiso, glaube ich, einen Adventskalender von Glossybox geöffnet hatte. Und das wurde überall angezeigt und es poppte auf einmal auf und ich kam da gar nicht so dran vorbei, ne? Und dann habe ich gedacht, den hast du dir auch schon 2-mal gekauft, aber hast gar kein Unboxing dazu gedreht, ne? Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, ich mache das einfach auch, weil mir macht es so viel Spaß, die Boxen aufzumachen, warum soll ich meine Freude nicht teilen? Und dann fällt es Leuten vielleicht auch leichter zu entscheiden, welche Box die richtige ist, weil dann zu dem Zeitpunkt, als ich dann angefangen habe, gab es ja auch schon sehr viele Boxen und dann habe ich gedacht, okay, ist ja gar nicht so einfach zu gucken, was gefällt einem denn und was ist denn eine gute Box. Und deswegen versuche ich es halt so schnell wie möglich zu zeigen, damit ihr dann entscheiden könnt, macht es Sinn oder nicht, welche Box gefällt mir gut. Und so könnt ihr eigentlich von Monat zu Monat auch entscheiden, wenn ihr euch nicht sicher seid. Ne? Und ich habe aber das Jahresabo bestimmt schon konkret seit 5 Jahren oder so. Ich hatte vorher, nee, stimmt gar nicht, ich hatte bei Glossybox immer ein Monatsabo für 15 Euro im Monat. Und ein Jahresabo habe ich tatsächlich erst seit 2 Jahren, weil das ist ja dann viel günstiger. Das kostet nämlich 150 Euro und dann geht der Preis der Box auf 12,50 Euro runter. Und deswegen, das hätte ich viel früher machen müssen, habe ich mich lange Zeit nicht durchgerungen. Und deswegen sage ich euch das so. Wenn euch das gefällt, lohnt sich das wirklich mehr, ein Jahresabo abzuschließen. Aber nur so viel dazu. Jetzt haben wir das Thema mit den Boxen erstmal, glaube ich, weitgehend beantwortet. Ich will das nicht, dass das Video zu lang wird, aber ich merke schon wieder, ich bin hier nonstop am Reden. Okay. Dann eine weitere Frage, die mir relativ häufig gestellt wird, ob ich eine Roomtour machen würde, eine Haustour, eine Schminksammlung, sowas in der Art. Ob ich in der Wohnung wohne, in einem Haus wohne, das kann ich jetzt in dem Zusammenhang direkt mit beantworten. Also wir wohnen in einem Haus, wir haben auch einen Garten und ich werde mein Haus und meinen Garten wahrscheinlich erstmal nicht zeigen. Vielleicht mal stellenweise den Garten. Ihr seht ja auch auf dem Food-Kanal mit meinem Mann auch einen Teil der Küche. Aber ich möchte irgendwie jetzt nicht hier, ich bin ja kein Daily-Vlogger, ich will jetzt nicht mein gesamtes Leben online darstellen. Das war jetzt nicht mein Plan. Vielleicht ändert sich das mal, meine Meinung ändert sich auch. Also insofern, das kann durchaus schon mal sein, dass ich euch einen Teil zeige. Ich werde euch bestimmt mal hier durch meinen Beauty-Room, also da mal ein Video zeigen, ne? Euch das mal zeigen. Allerdings wollte ich mir noch einen neuen Schreibtisch kaufen. Ich habe hier so einen relativ älteren, antiken Tisch, der irgendwie nicht so ganz in mein Setup reinpasst. Wenn ich das verändert habe, dann könnte ich mir das gut vorstellen. Das wird aber bestimmt noch Sommer werden. Ansonsten werde ich euch bestimmt vorher aber mal eine Schminksammlung zeigen, zumindest mal einen Teil, weil ich auch jetzt mal so ein Declutter machen will, ein bisschen aussortieren möchte. Und ja, ich glaube, das werde ich mal als allererstes machen, dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal einen Teil sehen, weil das wird immer größer und eigentlich möchte ich es ein bisschen runterschrauben. Ich möchte Sachen, die ich benutzt habe und jetzt nicht täglich benutze, auch gerne abgeben. Ich habe auch vielen in der Familie das erst jetzt gesagt, dass ich YouTube mache. Deswegen habe ich jetzt natürlich auch eine gute Abnehmerschaft, sage ich mal, an jüngeren Mädchen, meinen Cousinen oder die Kinder von meinen Cousinen und Cousins. Ich habe eine sehr, sehr große Familie, die jetzt in dem Alter sind, wo sie anfangen, sich zu schminken. Das sind natürlich auch
gute Abnehmer jetzt für eine benutzte Lidschattenpalette, die du ein, zwei Mal benutzt hast. Ne? Insofern muss ich jetzt mal gucken, kann ich einiges aussortieren und kann ich das gut auch weitergeben? Und in dem Zusammenhang grüße ich euch natürlich auch mal herzlich hier, wenn ihr das seht. Also insofern, da wird dann, wird's dann vielleicht mal ein paar Pakete geben in der nächsten Zeit. Und verlosen tue ich nur neue Sachen, weil einfach, ich finde das dann hygienischer. Wenn das jetzt in der Familie jemand hat, finde ich das in Ordnung. Aber ich würde euch jetzt nur neue Sachen verlosen. Deswegen mache ich das so und kann euch das dann aber auch gut mal zeigen, ne? Was ich so hier habe. Das ist eine Menge, muss man echt sagen. Das ist auch ein bisschen, naja, es ist auf jeden Fall eine Menge. Okay, was immer wieder kommt, ist die Frage nach dem Beruf. Danach werde ich eigentlich irgendwie jedes Mal gefragt. Also ich reiße das nochmal ganz kurz ab. Ich habe das zwar schon beantwortet. Ich war 5 Jahre lang selbstständig. Dann war ich jetzt über 10 Jahre lang im Gesundheitswesen tätig. Und jetzt hat sich tatsächlich was geändert. Ich mache YouTube nicht hauptberuflich, aber YouTube ist schon ein sehr, sehr großer Zeitfaktor meines Tages, locker 8 Stunden. Und deswegen konnte ich parallel nicht mehr einen Vollzeitjob machen, weil das einfach nicht geht. Ansonsten müsste ich auf ein Video die Woche runtergehen. Das funktioniert sonst zeitlich für mich nicht. Und deswegen habe ich meinen Job verändert. Ich hatte ja, bevor ich mit YouTube angefangen habe, parallel zu meinem Vollzeitjob auch studiert. Das heißt, ich bin das so gewohnt, schon mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Und als ich dann mein Studium abgeschlossen habe, habe ich in meiner Firma, wo ich war, nicht den Job quasi bekommen. Da waren halt keine Stellen frei in der Form, die für mein Studium, für meine Qualifikation angemessen war in der Form. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor ich dann jetzt da weiter rumeier und mir das dann eigentlich von der Zeitplanung her ein bisschen zu viel ist und auch ein bisschen über den Kopf wächst, dann mit YouTube und meinem Vollzeitjob, da habe ich gesagt, okay, ich kündige. Und jetzt arbeite ich mit meinem Mann zusammen und ich arbeite jetzt nur noch halbtags quasi in einem normalen Job und arbeite Vollzeit im Endeffekt für YouTube, weil das, was ihr hier seht, diese halbe Stunde Video oder so, die kostet mich trotzdem 8 Stunden in der Vor- und Nachbereitung, weil das ist ja nicht nur, dass ich das drehe, ich schneide das hinterher, ich muss das Bild machen, ich muss die ganze Textbeschreibung machen, ich kriege täglich E-Mails von Firmen, die mir irgendwas schicken wollen, wo ich 90% aussortiere, aber lesen musste sie trotzdem, dann telefonierst du hier und da und machst und tust, also insofern, da hängt so viel mehr hinten dran, das haben halt auch ganz viele gefragt, wie sieht da dein Tagesablauf aus, vielleicht mache ich mal so ein Day in my life oder sowas, wenn ihr da Bock zu habt, allerdings nicht jetzt, sondern vielleicht im Sommer oder so. Wenn ansonsten, ja genau, im Sommer ist einfach vielleicht besser so, da ist ein bisschen weniger los und dann kann ich das gut auch mit reinnehmen. Aber ja, es ist einfach ein sehr, sehr großer Zeitaufwand, ne, den man mit YouTube einfach hat. Und deswegen machen ja auch ganz viele, die das Vollzeit machen, nicht mehr als 3 Videos die Woche, weil das einfach schwierig ist, ne, weil man hat ja dann nicht nur das zu tun, sondern da kommen noch so viele Punkte on top. Deswegen, ich möchte euch eine gute Qualität bieten. Alleine das Fertigmachen vor einem Video dauert schon 2 Stunden so ungefähr. Das muss man ja alles mitrechnen in der Form. Und deswegen ist es schon ein großer Zeitfaktor. Aber gut, ich will mich nicht beklagen, denn mir macht es unglaublich viel Spaß. Deswegen mache ich das ja auch so gerne. Vor allen Dingen finde ich halt geil, dass es so eine vielfältige Aufgabe ist, dass man nicht nur eben dreht und redet, sondern ich habe auch den kreativen Part, dass ich mir überlege, wie stelle ich mein Bild hinterher zusammen. Alleine dieses Bild auszuwählen, ist bei mir 1 Stunde Aufwand. Manchmal auch mehr. Du musst es ja bearbeiten, musst dir das überlegen, was machst du da für einen Text und so. Das ist ja nicht mal eben so dahingerotzt, sage ich mal, sondern ich mache mir da sehr, sehr viele Gedanken und ja, das dauert halt einfach. Ne? Das ist nicht mal eben so. Und obwohl ich fast 500 Videos habe, ist das trotzdem, ich kontrolliere jedes Video 5-mal oder so hinterher, ob ich da irgendwie einen Schnittfehler habe oder sowas. Ne? Also insofern, okay, war jetzt lange Rede, kurzer Sinn, war schon viel zu viel. Dann kommen wir zu ein paar kleinen Fragen. Generell, ob ich Geschwister habe, irgendwelche Hobbys noch habe oder sonstige Sachen. Also ich habe einen Bruder und ich habe keine Haustiere. Das war auch nochmal so eine Frage. Wir hatten mal eine Katze, die ist aber leider gestorben. Und wir schaffen uns jetzt auch erstmal keine neue an. Haben wir erstmal nicht geplant. Wir haben auch keine Kinder. Auch dazu habe ich in meinem anderen Video schon einiges erzählt. Da will ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Und dann kam diesmal allerdings vermehrt sehr häufig die Frage, wie hast du deinen Mann kennengelernt? Ich gedacht, witzig, die Frage kam vorher gar nicht, aber die kam ganz explizit so, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Und das ist in der Tat eigentlich eine ganz coole Story, denn sie ist vielleicht ein bisschen anders als das, ja,
keine Ahnung, so normal ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was normal ist. Auf jeden Fall, wir sind seit 13 Jahren zusammen, wir sind seit 7 Jahren verheiratet und wir haben uns in einer Schlange vor einer Diskothek, vor dem Ivory in Köln, kennengelernt. Und zwar habe ich ihn angesprochen. Ich hatte ihn nämlich vorher schon ein paar Mal gesehen in dem Laden. Ich bin halt viel ausgegangen. Ich war da 23. Und er ist mir ins Auge gefallen. Er stand in der Schlange vor mir. Es war irgendwie, keine Ahnung, 12 Uhr und wir standen da schon eine halbe Stunde. Und ich hatte da gar keinen Bock, da noch länger zu stehen. Es war arschkalt, es war im Winter. Und ich hatte eine Freundin dabei und dann habe ich mir gedacht, nee, ich will hier nicht mehr in der Schlange stehen. Und ich wollte aber auch nicht die Situation verpassen, ihn angesprochen zu haben. Und dann habe ich ihn angequatscht und ich habe ihn relativ frech angequatscht, so nach dem Motto, warum er mich dann immer so anstarrt. Und dann hat er mir eine ganz gute, passende Antwort gegeben. Und dann habe ich gedacht, okay, das passt, der Mann ist schlagfertig, das ist nicht so ein Larifari, Heini, irgendwie hat das irgendwie gepasst. So. Und dann habe ich ihn direkt gefragt, ob er nicht Lust hat, mit mir rüber in den anderen Laden gegenüber zu gehen, weil ich hier nicht mehr stehen will. Und da hat er direkt gesagt, ja, alles klar. Dann sind wir in einen anderen Laden noch was trinken gegangen, sind dann später auch noch in die Disco gegangen und so fing das alles auf jeden Fall an. Und deswegen, ich kann euch nur ermutigen, wenn euch jemand gefällt, geht auch ruhig den ersten Step. Und am coolsten finde ich es sowieso, Leute, also im echten Leben kennenzulernen, jetzt nicht nur online, ja, weil heute, glaube ich, machen ganz viele Tinder und daten sich online. Das gab es ja früher auch, früher war das allerdings so ein bisschen skurril, also ich sag mal so jetzt vor 10 Jahren. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich finde irgendwie in der Realität siehst du halt eine Live-Reaktion, wenn du jemanden auch ein bisschen aus der Reserve lockst oder irgendwas sagst. Und der kann sich nicht so sehr verstellen, wie er das vielleicht online kann. Und man merkt relativ schnell, passt die Chemie oder nicht. Natürlich muss man sich dann kennenlernen. Wir haben uns dann auch erstmal ein halbes Jahr kennengelernt, richtig. Waren richtig gut befreundet. Und bevor wir dann so richtig zusammengekommen sind, das erzählen wir vielleicht nochmal in einem separaten Video zusammen. Aber ansonsten, ja, war das so unsere Story. Ich habe ihn quasi aufgerissen. Und ja. Ich kann euch nur ermutigen, das auch zu machen, weil dann könnt ihr nämlich wählen, wer euch gefällt. Und es ist manchmal gar nicht so schwierig, wie man denkt. Ich habe letztens auch den Tipp gegeben einer Freundin, geh doch einfach mal alleine aus und du wirst sehen, A, lernst du so viele Leute kennen. Ich war zwar mit einer Freundin unterwegs, aber ich war in dem Laden auch sehr, sehr oft alleine. Und ich war dann ja nie alleine, weil du lernst dann einfach wesentlich mehr Leute kennen, als wenn du immer mit einem gewissen, mit einer Gruppe zum Beispiel unterwegs bist. Oder ich war mit einer Freundin unterwegs, die auch gerne Leute kennengelernt hat. Und so kannten wir eigentlich auch sehr viele. Und das war eigentlich eine sehr spaßige Zeit. Und so habe ich dann auch meinen Mann kennengelernt, ja. Okay, ich hoffe, das beantwortet alles eure Fragen. Mir hat super viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr mir die in die Kommentare stellen. Vielleicht mal für ein nächstes Q&A. Ansonsten denke ich, haben wir das jetzt erstmal soweit, das, was interessant war, beantwortet. Es wird in der Zukunft bestimmt auch noch Videos mit meinem Mann geben. Gerade auch, was wir dann gemeinsam beruflich machen. Darauf gehe ich auch nochmal später dann ein. Wir müssen so ein paar rechtliche Sachen da noch klären. Wir werden dazu nämlich auf jeden Fall ein Video machen. So eine Art Ratgeber vielleicht. Weil der hat seit über 25 Jahren Berufserfahrung und das könnte für viele von euch vielleicht interessant sein. Ich habe schon öfter mit ihm zusammengearbeitet und jetzt halt nonstop und wir sind einfach ein gutes Team in der Hinsicht. Ne? Okay, ihr Süßen, dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Ich drücke euch die Däumchen bei der Verlosung. Einfach einen lieben Kommentar da lassen und schon seid ihr dabei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, ciao.